Willkommen, ihr Lieben, in Folge 82 unseres Let's Plays von Wildstar mit unserem Charakter Rocket Beam und seinen beiden Artilleriebots Molly und Eva und der namenlose Katze. Die wird nie wieder einen Namen kriegen. Niemals bis zum Ende dieses Let's Plays. Auch vielleicht mit Level 100 oder so. In Folge 100. Ich habe heute schon viel aufgenommen und ich habe ständig irgendwelche Namens- und Sprachprobleme. Hoffentlich wirkt sich das nicht auf dieses Let's Play aus. Wir werden sehen. Ja, heute machen wir eine Expedition. Da kann ich euch mal sagen, da gibt's richtig fett aufs Maul. Richtig, Sirius? Ja, schon. Ja, Sirius ist nämlich auch dabei. Das ist diese gehörnte Schönheit hinter mir. Hallo. Ja, hallo. Gehörnte Schönheit. Wie nennt sich die Rasse? Teufel? Das ist eine Draken. Draken. Eine Draken. Sehr schön. Eine Draken. Boah, ich habe Husten im Gesicht. Es tut mir leid. Ja, wir machen eine Expedition. Ich blende mal das Interface ein. So. Welche Expedition machen wir denn? Boah, ich habe Husten. Warte mal gerade. Also, die heißt im Englischen Evil from the Eater. Genau. Also, Ärger vom Dieter. Nee, Spaß. Das ist das hier. Instanzen für die Warteschlange auswählen. Jetzt geht das lila Fenster weg. Ich habe gerade eben 10 Minuten. Jetzt geht das lila Fenster wieder an. Ach, ist das denn für ein Scheiß? Egal. Wir wollen Ärger aus dem Äther. Und wenn wir schnell genug sind, machen wir auch noch Rasenlogik. Running. Yep. Running. Logic. Rage Logic. Na gut. Ich bin nicht so gut in Englisch. Willst du das Ding starten? Ja. Ne? Oh, ja. Kannst du machen, ne? Gut, ich höre jetzt auf, dich anzugucken. Dann wirst du schon rot. Ach, du bist immer rot. Hallo? Ah, sehr schön. Ich bin kein, soll ich Tank sein, oder was? Ja, du kannst DPS, kannst einfach DPS reingehen. Ja, ich gehe erstmal rein. Da spielt es keine Rolle. Na gut. So, Expedition war nochmal was genau? Also, das Spiel heißt Wildstar, das wissen wir alle. Aber was war eine Expedition nochmal? Also, Expedition ist so eine Art Kleininstanz wie eine eigene Story. Mhm. Okay. Wo es dann am Schluss dann hat Bier gibt. Ja. Also grundsätzlich mag ich ja so Spiele, hatte ich auch letztens in der Folge von Herr der Ringe Online gesagt, wegen der Scharmütze, wo man sich seinen Content selbst machen kann, auch wenn man keine Gruppe hat. Und das finde ich ja auch in Wildstar extrem geil. Ja. So, Cutscene. Der Umlaufbahn von Nexus ist ein beschädigtes Mordesch-Raumschiff aufgetaucht. Obwohl es einen schwachen Hilferuf sendet, wurden alle Versuche, Kontakt zum Schiff aufzunehmen, der Weltraum, unendliche Weiten. Captain Weir wittert jedoch eine Chance, Profit zu schlagen. Wer weiß, was sich in den düsteren Gängen der Sarkovs Schatten verbirgt. Diese Anspielung auf die Witcher-Filme, auf die Witcher-Filme, auf die, die Vorlage zum Wichser, weißt du, diese Edgar Wallace-Sachen da. Ja, Edgar Wallace. Das ist immer dün, dün, dün. Das ist so geil. Ich liebe das, ne? Ich liebe auch Pastewka übrigens. Kennst du die Serie? Ja. Ja, kenn ich. Sehr, sehr, sehr geil. Jetzt haben wir hier drei Möglichkeiten nachher oder so, ne? War da nicht was? Nee, also du gehst einfach hin. Klar doch, die Schatten sind dicht. Ich klicke dir mal an, genau. Ich werde das verlassene Schiff erkunden. Du findest gut. Mich hier. Genau. Was soll da schon passieren? So, dann kommst du. Warum bin ich so schnell? Reisetempo-Booster? Achso, vom letzten Mal noch. Ja, man muss aufpassen, das sind doch viel Puls, ne? So ist es. Wo bist du denn? Ah, da hinten. Hier oben. Ja, ist klar. Da, wo der Ring ist. Mhm, schon klar. So, pass mal auf. Hier hast du direkt gleich ein Buch. Oh ja, das ist natürlich der Grund, warum wir hingekommen sind. So, wir zwei Leseratten. Jetzt, jetzt machst du mal. Ich verrate mal nichts. Ich weiß schon, was passiert. Ich halte jetzt mal die Klappe. Mhm. Na gut. Da ist noch ein Buch. Das ist wichtig. Das müssen wir sammeln. Das Vitalos ist aufgebraucht. Ich kann ihr Leiden lediglich mildern, bevor sie das von ihr... ganz sich um okay. Dann gehe ich mal hier ran. Also ist irgendeine Krankheit hier ausgebrochen. Verstehe. Oh. Okay.
Resident Evil. Three. Also das ist auch Watzer Geschichte gefunden, was hier passiert ist. Mhm. Die Mord ist schon Grisma. Hätten wir das nicht irgendwie von der Dings höher stellen können? Wird das nicht angepasst? Du bist ja jetzt 41 und ich bin ja 32 und die Gegner sind 22. Ist irgendwie ziemlich blöd, oder? Oh nein. Kriegt ja gar keine EP. Nee, nee, ist okay. Du kriegst deine EP trotzdem. Sagst du! Also, wo war ich? Das Ganze hier, was halt passiert ist, die Mods von Grishma waren ursprünglich hochbegabte Alchemisten. Und die hatten leider ein Problem, dass eine Seuche auf ihrem Planeten ausgebrochen ist. Und ja, das, was hilft, ist das sogenannte Vitalos. Mhm. Und ja, hier ist das so. Das ist ein Schiff, das die Blockade um Grisma, die wegen der Krankheit erhängt wurde, halt entkommen ist. Wie und warum erfahren wir noch alles. Allerdings haben die ein Problem. Das sogenannte Vitalus-Serum, was eigentlich kein Serum ist, sondern eine Droge. Ja. Da ist nichts mehr übrig. Und. Bericht von Katja Sarkov, Kapitän der Sarkovs Schatten. Durch meinen Einfallsreichtum wurde der Sternenantrieb entwickelt, um mein Volk von ihrem verseuchten Heimatplaneten zu evakuieren. Nach wenigen Augenblicken wussten wir, dass es eine Fehlfunktion gegeben hatte. Und nun sind wir in einem ätherischen Limbus gefangen. Nach langem Treiben in dieser Leere geht das Vitalus zur Neige. Und zahlreiche Passagiere sind bereits dem Siechtum zum Opfer gefallen. Ist sie fertig mit Reden? So. Ja, offensichtlich. Jetzt, also, die Behörde, also, die haben natürlich damals noch im Dominion länger gestanden, die Mordesch. Ja. Und das Dominion hat halt, um die Leute zu schützen, eine Blockade verhängt. Natürlich sind einige Mordesch halt, der Blockade entwichen, beziehungsweise haben es versucht. Kannst du dein Würfelfenster bitte mal wegdrücken? Moment. So, und für die Zuschauer mal ganz kurz, ne? Achtet mal auf die EP bei mir. Sind 15,4% seit 20 Gegnern. Also der Sirius, ne? Versucht hier mehr rauszureden. Das ist normal. Die Mobs hier, du kriegst erst am Schluss EP. Jetzt versucht er sich schon wieder rauszureden. Naja, wir warten das einfach mal ab. Die Mobs hier sind 23. Also man kann die tatsächlich nicht hochskalieren. Nee. Na gut. Skalierung geht erst mit höherem Level, also 50, und das Ganze Prime-Stufe. Also schwerer. Ja. Okay. Prime ist das ehemalige Veteran. Ja. Und von dem Prime gibt es halt mehrere Auswahlmöglichkeiten. Dann senkt man dazu zusammen, wenn du eine Goldmedaille machst, bekommst du 2 Prime-Stufen. Wenn du eine Silbermedaille machst, machst du eine Prime-Stufe. Verstehe. Im Angesicht dieser doppelten Bedrohung habe ich verordnet, das verbleibende Vitalus zu rationieren. Ja, es klingt ja spannend. Hier rationieren, super, ist immer gut. Das ist gut für alle, die es kriegen. Für die, die es nicht kriegen, ist es nicht gut. Ne, die stehen nicht auf. Ja, da ist aufgestanden. Ja, das sieht auch noch nach einem Dings aus hier. Ja, nicht zu mir. Also was mit denen passiert ist, ist halt so. Die haben keinen Metallus mehr. Ja, klar. Wenn dann die gestorben sind, dann wieder aufgestanden und sind jetzt halt total out of brain. Wenn ich so formulieren soll. Mhm. Zombies halt. Ja. Attackieren hat alles. Klar. Klassisches Endzeit-Szenario, ne? So ein bisschen. Ich sehe gerade, ich war hier noch nicht mit meiner Mafia hier dran. Das andere hat von jenseits. Ja, also jeder was davon haben. So, Papa auf. Ja, das Ding tut weh, ne? Das denke ich mir. Feinde. Nein, sie sind Verkünder des anderen und Bezeugungen seiner. Ja, gut, wie schlimm kann das schon sein? Ich habe versucht, diesmal die Mannschaft klar zu machen, damit sie verstehen. Ich schaff das. Oh, ich schaff das nicht.
und sehen mich an, als ob ich verrückt wäre. Oh mein Gott. Herrlich. Kannst du mich wiederbeleben? Mach ich grad. Ich weiß schon, warum ich dich mitnehme. So, dann steh mal auf. Ja. Warte, ich muss eh was essen. Hoffentlich ist noch was in meinem Inventar. Double Jump lieber. Ach, Double Jump, okay. Ja, mit dem 1er hast du zu sehr das Problem, dass du vielleicht dagegen knallen könntest und das Ding tut halt weh. Ja, klar. Da habe ich auch ansonsten mal Probleme mit Sirius halt, wenn ich den auf, auf irgendwelche Bremsstufen laufe, weil das Ding hat mich schon ein paar Mal gegrillt. Gut. Aber da erinnere ich mich an Guild Wars 2, da gab es auch so eine Passage mit solchen Lasern. Boah, das war krass. Da ist auch immer die halbe Gruppe gestorben. Die haben sich dann auch noch bewegt, weißt du? Das war dann besonders angenehm. Das Buch ansammeln. Ja. Aber ich hole noch gerade die Gegner hier. Die haben ja nichts zu tun. Naja, wie gesagt, hier liegt Skolok. Boah, diese Würfelfenster, das ist ja übel. Alles Zeugs, was du gebrauchen kannst. Ja, ich mache immer Magier, ne? Okay. Ich mache Magier. Kannst du alles haben. Der, kann man hier in dem Spiel nicht einstellen, dass man immer Gier würfeln will? Das gab es mal in einem anderen Spiel, fand ich ziemlich cool. Gibt's einen Addon dafür? Ja, was? Also bei mir in der Gilde, wo ich bin, ist grundsätzlich so, wir ansonsten laufen. Entweder wir passen oder wir machen halt Read/Gear. Aha. Falls ihr die Untertitel noch nicht angemacht habt mit der simultanen Übersetzung von Englisch und Deutsch, dann macht das jetzt. Den höre ich da gerade ab. Was ist das hier für ein Geschütz? Torbjörn oder was? Nee. Können wir alle lassen. Gut. Ich bin da nicht richtig. Ja, dann gehen wir mal weiter vor. Aha, fein. Bestimmt so eine Piepsstimme jetzt. Ups. Ich stehe da und guck zu. Ja, sagen wir es mal so, wir werden ja direkt bedroht. Nö, schon klar. Wir müssen ja da nichts machen. Ne? Können wir, müssen wir nicht. So. So, beim Veteran wäre es jetzt so. Hier drüben. Du siehst ja das Kraftfeld, ne? Ja. Ist ja unübersehbar. So. Normal müssten wir da jetzt rein beim Veteran, eine Diagnose starten und dann diese Äthergestalten halt prügeln. Das dauert ja noch. Bis 50. So. Ja, die Crew, siehst ja, die ist total verängstigt. Mhm. Die wollen nicht, dass wir halt die Brücke aufmachen. Ja gut, warum wohl? Pff. Ja, ne? Muss da schon irgendwas sein. Vorsicht, das sind alles Memmen. Die Besatzung hat sich meinen Befehlen widersetzt und die Verbindung des Generators mit dem Sternenantrieb gekappt. Wenn das andere nicht seine Diener gegen die Besatzung einsetzen kann, wird es für immer gefangen bleiben und kann unsere Realität nicht betreten. Muss ich selbst in dieses Wespennest hinabsteigen und die Reparaturen vornehmen? Wenn es soweit kommt, bin ich dazu bereit. Ja, Memme, hör auf zu reden. Wenn es dazu kommt, bin ich dazu bereit. Bis dahin muss ich weg. Komm ruhig hoch. Achso, ich muss da in das Ding rein. Okay. Meine Gebete erhört. Wir sind nicht mehr allein. Neue Spielfiguren bevölkern jetzt das Spielfeld. Spielfiguren,
die nichts erahnen von dem, was sie bald bezeugen werden. Sie haben eine Schneise durch die meuternde Besatzung gebahnt und die Generatoren reaktiviert. Ich schalte den Sternenantrieb an und öffne das Tor. Bald wird das andere unter uns sein. Bald wird es die Galaxie verschlingen. Also ich muss ja eigentlich eine Gruppe schnappen und allein mal versuchen. Ja, kann ich ja mal machen. Mach ich aber nicht. Nicht heute. Also ich finde es nach wie vor schade, dass dieses Spiel nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient hat. Ganz ehrlich. Und ich verstehe das gar nicht. Das ist so komisch, weil das ist so perfekt und es gibt so viel zu tun und überhaupt. Aber scheinbar ist so ein Science-Fiction-Setting im Moment, wenn es nicht gerade Star Wars heißt, oder Star Trek, eben uninteressant. Ja. Ja, es ist halt, die Publisher haben halt gekannt in Sachen Werbeaktionen, weißt du? Überall, wo du hinkommst, dass du irgendwelche Addons, wo du klicken kannst, weißt du? Da wird einfach so ein Warrior oder so, wo dann kurz mal irgendwie in Stücke schlägt. Das würde schon lange, das würde die Aufmerksamkeit von Leuten erregen. Ja, klar. Und sagen, oh, guck mal, die haben Warrior. Können wir mal spielen gehen. Krieger war schon immer mein Ding. Oder so. Aber hier gibt's ja einen Krieger. Hä? Ich spiel auch einen Warrior. Nein! Du weißt nicht, was du getan hast! Das Tor muss offen bleiben! Das andere kann nicht aufgehalten werden! Also es gibt halt kein vergleichbares Kampfsystem, ja. Geh weg. Ja, ich bin doch weg, jetzt lass mich doch. Du wirst nur den ganzen Ruhm für dich. Nee, geh weg. Die wechselt gleich die Parts und. Ja, was sollst du noch machen? Tod, Staub und Asche. Bist du auch downgenockt? Ja, bei mir war's ja. Ja, was? Halt ja? Die Range wie du. Ich will auch mal aufs Maul kriegen. Hat man schon lange nicht mehr. Ja, viel Spaß. Ich bin runtergefallen. Dann mach mal auf. Erstmal looten. So. Natürlich. So, und jetzt lauf! Wohin? Achso. Rennst du mal ausgegangen, da wo wir reingekommen sind. Folge mir. Das Ding fliegt uns jetzt um die Ohren. Renn! Boah Gott, so viel Spannung. Ich kann da noch was looten. Nee, das hast du schon. Ich hab's nochmal gelootet. Will ich nicht zurücklassen. Ach, zurücklassen. Mann. Doch kein Kleinkind. Spielfiguren bevölkern jetzt das Spielfeld. Spielfiguren, die Wupp. Nichts erahnen von dem, was sie bald bezeugen werden. Und wir haben sie haben Gold. Eine Schneise durch die Meuter. Gold, ja, gut, aber ganz ehrlich. Die Generatoren reaktiviert. Ist doch klar. Ich schalte den Sternenantrieb an und öffne das Tor. Bald wird das andere unter uns so sein. Bald ja wird es die Galaxie verschlingen. IP-technisch, naja. Zwei Prozent waren das. So? Ja, ich überlege gerade. Wo soll ich mich hinstellen? Wo sind wir denn zeittechnisch? Wir machen das andere auch noch. Wenn man das gleich. Können wir von hier aus gleich da rein? Ich hätte mir vielleicht überlegt, dass ich vielleicht Nikolas mal mitnehme. Nö, machen wir nicht. Wir machen das zu zweit. Soll ich Martha mitnehmen? Mir ist egal, mit wem du da mitkommst. Hauptsache, du kommst mit. Ich kann dann auch gerne warten. Ja, ich nehme Nikolas. Du hast ja noch nicht das neue Opfer von Nikolas dann gesehen. Ich will eigentlich nur die Folge mit Content packen. Und da haben wir noch nicht genug. Ja, klar. Nope. Dann wechsle ich so, mal. So, dann gehen wir hier raus und wie komme ich denn hier raus? Einfach auf Instanzgruppe verlassen. Ah ja, tatsächlich. Genau. So, das mag jetzt für die Zuschauer ein bisschen langweilig sein, aber dafür könnt ihr hier die wunderschöne Optik begutachten. Ich werde hier auch den beiden Käfern mal noch kurz Bescheid geben. Und du kannst in der Zeit umloggen. Ja. Dann. Ja. Ich die Gruppe mal zu. Super, ich mache hier fünf Käfer. Ich mache hier fünf Käfer und habe mehr EP
als eine Expedition. Das ist nur Nummer 1. Ja, das super. Dass du ein 50er kommt. Ja, glaub auch. Double Kill. Triple Kill. Geben Sie Gas, die Zeit läuft. So, wo haben wir ihn dann? Da haben wir den guten Nikolas. Ich bin ja heute schon mal gestorben. Ich müsste ja jetzt eigentlich mal ein bisschen vorsichtig sein. Ja, da brauchst du dann keine Gedanken mehr zu machen. Sollen wir direkt reingehen oder soll ich zuerst zu dir kommen? Nö, können direkt reingehen. Okay, gut. Dann. Aber ich muss gerade den Typen hier noch killen. Ja. So, jetzt. Rein. Und du erzählst wieder was darüber. Nächste, was wir jetzt machen, ist Rage Logic. Der Intro-Movie erklärt ein bisschen was, also ich halte jetzt mal die Klappe. Oh, ich habe noch Ladebildschirm. Ja. Sag mir so, wie der Movie ist echt cool gemacht. Wir müssen allerdings vorher noch ein Bike auswählen. Und das Spielzeug ist toll. Na, lass mal dem erzählen. Ach, die Viecher kenne ich ja noch. Vernunft und Kapitalismus gehen Hand in Greif. Die mag ich. Mein internes Infokron wird dich verfolgen. Einen Moment. Ja? Konzentriere dich auf das Hauptziel. Oh, da gibt's ja coole Sachen. Mehr als nur ein paar militärische Freibots waren versessen auf diesen Job. Dann komm mal mit. Dann schnapp dir mal ein Bein. Dann kannst du mal Motorrad fahren. Oh. Da kannst du dann so ein fettes Teil nehmen. Ja, cool. Ja, die Dinger machen Spaß. Komm mit. Ja, fahren Sie doch mal, Mann. Captain Switch vom Freibord-Raumschiff Positron heuert ein paar fähige Organische an, um Netzwerk Freiheit zu helfen. Doch ist es möglicherweise bereits zu spät, sie vor den Gefahren dieser Alien-Begegnung zu retten. Dum, dum, dum. So, da wird ein bisschen was erklärt. Also, Bot hat sein eigenes Gedächtnis entwickelt und meinte, er müsste einen auf dicke Arme machen. Und wir müssen verhindern, dass sein selbstreges Virus, ja, jeden Bot auf Nexus übernimmt. Okay, Aufbau, ich habe da unten Fertigkeiten. Deiner ersten Fähigkeit zu rammen. Ja. Und somit halt. So. Ja, die Bots Platz zu machen. So, die zweite Fertigkeit ist Kettenkanone, Railgun. Okay. Ja, weiter. Wo bist du denn schon? Da kannst du die dann, wo da so rumsteht, kannst dann abschießen. Ah ja. Ui, das ist in die Luft geflogen. Und das Ding kann auch kaputt gehen? Ja. Okay. Aber wie lustig. Ich mach zuerst immer gern die Sachen nach. Ja. Ich bin gewohnt, dass ich noch ein zusätzliches Ziel aufblöcke. Das hier hat Gott sei Dank nicht. Das ist ziemlich nervig. Das geht. So. 5 ist aussteigen, das ist doch immer so, ne? Ja. Wir haben die Aufgabe doch zusammen. Natürlich hat der Bot auch sich gedacht, nehmen wir mal noch ein paar andere Bots ein, um halt einfach das System zu backuppen. Wo bist du denn? Wenn man das halt so macht, damit man eine Sicherheitskopie hat. Naja. Und die müssen wir so schnell wie möglich zerstören. Neue Errungenschaft.
Oh, ich habe eine Errungenschaft. Am besten Schub kriegst du halt über deine erste Fähigkeit. Oder das Schild gehabt, damit du schnell bist. Ja, klar. So. Toll, ich komme hier nicht hoch. Ich steck fest, ich fasse es nicht. Unfassbar, ehrlich, wie kann man denn hier feststecken? Da war das Bike auf einmal doch fetter als gedacht. Ja, irgendwie schon. Der kann dann McDonald's sich eine Scheibe davon abstellen. Ja, genau. Aber du bist irgendwie schneller als ich, warum? Ich benutze die 1 regelmäßig. Ich benutze die 1 auf Cooldown. Als die erste Fähigkeit. Okay. Das macht halt wirklich richtig schnell. Ich muss dich erstmal finden, bis da hinten, okay. Ja, wir haben noch 2 Scanner, wo man zerstören muss. Oh, ja. Da hinten ist der letzte. Die sagen sich auch gerade, wir haben noch 2 Motorräder zum Zerstören. Meins ist fast tot. Genau. Target sighted. I'm alone here. Shit. Was ist Drive? No. Ah, da bist du. So, dann geh du mal zum Eingang. Ich mach einen kleinen Trick. Natürlich, jetzt wird wieder gecheatet hier. Nee. Das ist legal. Ja, legaler Cheat. Ja, wirklich. guck dir mal die kleinen Pots an. Hui. Batsch. Soll ich schon reingehen? Moment. Batsch. Direkt 2 Stück war nicht. Ab rein. Gut. Nein, du kannst gleich reinhalten. Ich schaue von dir weg. Brauchst du nicht, ich bin ja nicht so ein Noob. Die gelben Kappen sind nicht angreifen. Die können mal hacken. Nicht. Die können mal hacken, die können mal auf unsere Seite ziehen. Aber man könnte sie töten. Aber. Nein, wir sollen sie sogar hacken, das ist sogar unsere Aufgabe. Ach ja, dann machen wir das natürlich. Na, dann kann es nämlich sein, dass die sich auf unsere Seite stellen. Nee, oder auch der nicht. Da hat was. Die Firewall war stärker als gedacht. Ja, meistens auf dem Planeten auch so, dass die Schwerkraft so ein bisschen weniger ist, ne? Wir sind ja hier auf einem Asteroiden. Genau, und wenn ihr im Sirius unterwegs seid, dann hat immer ein Würfelfenster offen. Immer. Ganz normal. Musst du dich einfach dran gewöhnen. So, warte. Ich versuche jetzt mal gerade Verstärkung irgendwie zu brauchen, dann. Du könntest doch einfach das Würfelfenster wegdrücken. Moment, jetzt. Und übernommen. Alles klar. Warte, ich schreib's dir in WhatsApp nochmal. Du mir da jede Menge. Ah, jetzt. Ah, sehr gut. Holla, die Waffe. Jetzt nicht gerade so. Ja, ja. Boah, ich bin nicht schwindelfrei. Die Brücke runter, ich spring hier runter, damit ich den einen Typen da hacke. Hier kann man aber auch was. Oh, okay. Ja, mach du das mal. Du kennst dich ja offensichtlich damit aus. Mit Hecken. Ich kenne mich nur mit Bäumen aus und mit Gras. Ja, weißt du, die Hecken, die musst du schneiden. Ich weiß. Die kannst du in Figuren schneiden. Echt? Ich hatte letztens eine sehr interessante Diskussion bei YouTube wegen eines Clickbait. Also hatte jemand irgendwie einen Titel gemacht, der wohl dazu führte, dass ganz viele draufgeklickt haben. Obwohl der Inhalt ein ganz anderer war. Clickbait kennst du ja, ne? Irgendwann habe ich dann drunter geschrieben, was wächst eigentlich in so einem Clickbait? Das fanden sie dann nicht so witzig. Ach, das kann ich sogar. Nee, kann ich nicht. Vorsicht, das Feuerchen. Ah, da bist du.
Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du hast schon wieder so ein Würfelfenster offen. Könnte sein. Bist du dir sicher? Ja, ich glaube. Versuch mal, irgendwas dagegen zu tun. Also klick einfach mal alles auf deiner Tastatur. Oh, schön. Diese Sirius Interrupts. Hat den Channel verlassen. Diese Interrupts gerade. Wunderbar. Da schlägt das Raiders Herz gleich höher. So, jetzt kriegen wir das hier noch an. Ein Tippspiel. Du hast das Würfelfenster immer noch offen. Nee, hab ich nicht. Leck mich! Du hast es gerade noch offen gehabt. Nee, da hab ich Magenstärke. Nee, lass mal. Ich bin noch mein Arm. Ach, du spielst das Spiel in Englisch. Lick me! Logik. Weißt du, Logik. Da bin ich froh, dass ich das Addon Tablet habe. Da würde ich mir die Finger blutig stampfen. Schon klar. Würfel schon. Du willst Runenmaterialien, ich wusste es. Ich drück immer auf Gier, aber egal. Ehrlich. Ich bin nicht so ein Würfeltyp, ne? Das ist, Holy shit. Das finde ich beim Anti-Chua eigentlich ziemlich cool, weißt du, wenn du da irgendwie deine In-Aid, also deine Air-Ability zündest, das sieht der Chua so richtig. Ja, bei mir ist das aber F1 und nicht R. Und ich weiß, was du meinst. Andere Tastenbelegung als ich. Ja, sag nur! Oh. Warte, das Problem konzentriert sich voll auf mich. Ach, dann kommt noch was. Das hab ich gepult. Sorry. Gut gemacht. Macht die Folge dann heute ein bisschen spannender. Ui, was ist das denn? Ja, ist genauso gut wie das, was ich habe. Kann ich nichts damit anfangen, kannst du haben. Super. Aber kann ich auch nur haben, weil du nichts damit anfangen kannst. Ja, vom Gier her hat es gepasst, aber. Ja, natürlich. Werde gehabt. Alles gut. Ich mache dir da keine Vorwürfe, ich schreibe dir nachher eine Mail. Schade, dass da der dicke Bot wurde, der normalerweise ist. Das wäre lustig geworden. Also im Veteranenmodus steht er noch so ein richtig fetter Bot. Ich habe in der letzten Zeit sehr viele schlechte Erlebnisse mit Sterben gehabt. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ja. Ich werde mal was gucken. Der eine Elite fette Kuh da, die ich gerne noch gekillt hätte. Die war ja nachher nicht mehr da. Dummerweise. Ja. Die ist ja irgendwie despawned oder wurde von jemand anders gekillt. Ja, so die witzig. Wurde dann höchstvermutlich von jemand anderem umgelegt. Ja. Wahrscheinlich hast du in deiner Gilde Bescheid gesagt, um mich zu ärgern. Nee. Ja, ja, zu dem Zeitpunkt nicht online. Also. Ja, wie er sich jetzt rechtfertigt, ne? Nur Leute, die das. Wirklich? Ja, nur Leute, die Unwahrheit sagen, rechtfertigen sich. Also die könnte echt despawned sein, weil, was, ja. Was ist denn hier? Du bist Saarländer, du stehst vor einem Feuer, willst du Schwenker grillen oder was? Nee, ich hab grad noch was gespielt. Willst du Grillen schwenken? So. Na also, jetzt halte ich noch mehr aus. So. Gott sei Dank. Dann kann ich ja jetzt meine Wortwitze raushauen, wo du mehr aushältst. Oh, Primer Matrix ist gerade schon fett. So, so. Und schon wieder was zum Anziehen. Ja, was denken die, wir gehen hier nackt rein, oder was?
erstmal. Und nochmal. Rein hier. Moin, das gleiche nochmal. Nee. Deflex. Eine Luftrune ablenken. Ja, würde ich tatsächlich mal. Schlecht. Das brauche ich nicht. Oh, hast du gewonnen. Geht ja, ist auch richtig so. Muss ich das Memo-Ding hier machen? Ich mach schon, Ich will aber auch versagen. Ich lasse arbeiten. Ja, ich verstehe. Gut, dann mache ich das weg. So. Willst du den Raum säubern oder sollen wir einfach durch? Wo bist du? Geh durchs Portal. Dann sag das doch, ich stehe unten und drück da drauf. Und plötzlich kommen irgendwelche Viecher also, raus und du bist nicht mehr da. Willst du den Raum säubern? Nein. Okay, gibt dir nichts dafür. Ja. Oh, meine Bots haben. Alles klar. Ja, ist auch richtig so. Ich hab vergessen, sie umzustellen. Deine Bots? Nicht meine? Ja, das sind meine. Wir sind außen vor mal rumgegangen. Endlich mal nicht schuld, Gott sei Dank. Ja, ausnahmsweise war mal der Tank schuld. Mhm. Verdammt, jetzt habe ich meine Inhalt gezündet. Komm für den Fame. Alles nur für die Hall of Fame. Genau. Für deine 5 Cent Aufmerksamkeit. Oh, warte, warte, ich habe eine Idee. Gehen wir noch nicht rein? Ja, ich war schon drin. Komm mal her. Hol dir mal sowas kann ich auch. Sowas kann ich auch, aber das Große kann ich wahrscheinlich noch nicht. Ich habe noch Rang 1. Und das ist Rang... Was habe ich denn für Sand? Das ist Rang 20. Das ist auch noch Tier 1. Hm. Okay, sind da Stiefel? Ach du Scheiße. Das ist der Bot, von dem ich sprach. Mami! Axio. Mhm. Oh, das ist ein unterbrochen. Hast du gut gemacht. Von dir kann ich ja noch was lernen. Soll ich auch unterbrechen mal? Ja, ich brauch mit 3 Interrupts rum, also. Ja, meine Serp macht 2 und mein Bruiser-Bot macht 1. Mhm. Müsst du mir damit irgendwas sagen? Ha? Müsst du mir damit irgendwas sagen? Na direkt, Mann. Okay. Ja, ich leg grad ordentlich an Ding drauf an Fred. Schön! Oh, das war aber jetzt ordentlich. Von EP her. Ich glaube, je höher das Ding ist. Loot. Nimm mal Gold. Den Escape Code hier. Nimm erstmal nehme ich das Zeichen der Logik. Kapsel, Moment. Genau. So, was soll ich machen? Nimm mal die Fluchtkapsel raus. Erstmal nehme ich die Quest an. Boah, der Schild ist ja heftig. Absorbieren. Pff, was nehme ich denn da? Oh, das ist aber hart. Gewährt 5 Sekunden lang absorbieren. Das ist ja nicht schlecht. Boah, das ist schwierig. Ich habe jetzt das genommen. Was hast du mal Auswahl? Alles gut. Ich habe mich schon entschieden. So, hier draufklicken. Ja. Oh, das war ordentlich EP. 40%. Das rasende Logikvirus zu verbreiten, hast du eine Robo-Apokalypse epischen Ausmaßes verhindert. Glücklicherweise entwickeln Supercomputer nicht alle Tage ein Ich-Bewusstsein. Oder etwa doch. Oh. War irgendwie klar, ne? So, und raus. Und das war ja fast der gesamte Level jetzt. War sehr, sehr effektiv. Ja, wo bist du jetzt? Achso, du bist ja woanders. Warte. Wir können das Problem locker lösen. Einen kleinen Augenblick. Ja, nur für die Verabschiedung jetzt. Es ist Qualitätsarbeit. Das ist doch keine Qualitätsarbeit, dass du in meinem Video bist. Es gehört doch dazu. Wenn du das sagst. Oder? Hust, hust.
Ja, dann schwingen Sie die Hufe, junger Mann. Gibt's denn nicht auch so ein Item, wo man einen Freund zu sich hinbeschwören kann oder so? Das ist der Scientist, der kann einen Teleport machen und derjenige muss in der jeweiligen Zone sein. Mhm. Ja, wo läufst du rum? Ja, hier. Ja, wo? Ja, hinter dir. Schon mal die Augen aufmachen. Ja, da bist du. Ah ja, aber Augen auf beim Eierkauf. So, jetzt Verabschiedung. Schwingen Sie Ihren weiblichen gehörnten Arsch hierher. Sehr schön. Ja, das war ein bisschen länger heute. Sorry dafür, aber dafür haben wir sehr viel wieder gut gemacht. Und die eine Expedition, die noch fehlt, das ist die diese hier, nämlich Weltraumkoller. Die machen wir ein anderes Mal. Definitiv, sage ich schon. Danke fürs Zuschauen, danke für euren Daumen, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch besonders gut gefallen hat, hinterlasst euch. Ja, ich bin durch für heute. Hinterlasst mir ein Abonnement und empfehlt mich euren Freunden. Und jetzt bin ich weg. Sirius, magst du was sagen? Oh, hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. War auch froh, dass ich mal Nikolas nochmal auspacken durfte. Mhm. Bald kommt die nächste Instanz. Ja, freue ich mich schon drauf. Ja, Skalkano, da werde ich mit meiner Aphanasia denken. Bestimmt. Und ich werde heilen. Ja, so sage ich. Auch mal. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao.